Dem Himmel so nah, so lautet das Motto der Woche der Wahrnehmung in der neuen Schmiede. Es gibt hier die verschiedensten Angebote, die alle Sinne ansprechen und vor allen Dingen auch dazu einladen, mit allen Sinnen zu genießen. Und wie das genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt mal an. Wer will, kann dem Himmel auch praktisch ein Stück näher kommen. Wir machen das gerade. Wir befinden uns in luftigen 35 Metern Höhe über der neuen Schmiede und haben hier einen 1A-Überblick über alles. Ich werde jetzt mal eine traditionelle Shiatsu-Massage ausprobieren. Das ist nämlich auch ein Angebot, das man hier wahrnehmen kann. Und das ist für mich die erste Shiatsu-Massage. Ich werde jetzt einfach mal mich zurücklehnen, habe ich ja schon, und genießen. Also eins kann ich schon mal sagen, Shiatsu ist wahnsinnig entspannt. Bei Ihnen hier machen? Wie kann man hier seine Sinne erkunden? Die Menschen können den Tierkontakt bekommen, das heißt diesen puscheligen Jimmy anfassen, aber dann können sie auch aus dieser Wolle sich selber ein Andenken herstellen, zum Beispiel aus Jimmy-Wolle ein kleines Herz filzen. Wir haben ja in diesem Wahrnehmungswoche so ein bestimmtes Thema, dem Himmel so nah. Und da habe ich mir gedacht, dann wäre es auch ganz nett, wenn man noch entsprechende Figuren präsentiert. Ne? Beispielsweise so Puttenengel. Ne? Ich denke mal, also bei den plastischen Arbeiten braucht man fast alle Sinne. Ne? Und das Sinn, ne? Das Auge muss ja auch da sein. Ne? Woche der Wahrnehmung, dazu gehört natürlich auch der Geschmackssinn, das Kulinarische, ganz wichtig. Und da bin ich hier genau richtig bei Franco. Franco, erzähl mal, was ist dein Job, was machst du hier? Pizza. Also würdest du sagen, dass du hier schon daran arbeitest, den Gaumen der Besucher sozusagen zu verwöhnen? Ja, wenn man so sehen will, ja. Okay. Und das funktioniert. Wie viele Pizzen hast du jetzt in der Woche der Wahrnehmung ungefähr gemacht? Und die letzten 3 Tage haben wir die 300 Pizza gemacht. Wie würden Sie die Atmosphäre hier beschreiben? Ganz angenehm entspannt. Das war aber auch die ganzen letzten Tage schon so. Wirklich schön. Es ist ein schönes Miteinander, eine schöne Durchmischung hier, alt, jung, behindert, nicht behindert. Und na gut, das Wetter tut ein Übriges. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ganz wohlwollend alles und sehr ruhig und schön. Also und die Schmiede selber ist für mich ein Zentrum, die sich sowieso lohnt, ob mit oder ohne Wahrnehmung. Ja, ich glaube, heute sind alle Besucher dem Himmel ein kleines Stückchen näher gekommen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal hier in der neuen Schmiede. Ciao.